Ja, nachdem der SVW dreimal in Folge verlor, ist man von Tabellenplatz 1 auf Tabellenplatz 9 abgestürzt, hat mit dem Aufstieg momentan nichts zu tun, ist als Aufstiegsfavorit in die Saison gestartet, aber momentan eben nur im Mittelfeld der dritten Liga, braucht mal wieder ein Erfolgserlebnis, auch nur einem Sieg aus den letzten 7 Spielen, heute gegen Unterhaching beim Heimspiel, die Brite Arena gut gefüllt, auch das war in den letzten Wochen Anlass zu einem großen Eklat, weil die Fans nicht da waren beim Sieg unter anderem gegen Chemnitz. Eben als der SVW das letzte Mal 3 Punkte holte. Heute soll es alles besser werden. Beim Heimspiel gegen den Tabellen 15 aus Unterhaching, der selber Punkte braucht im Kampf gegen den Abstieg. Unterhaching unverändert, der SVW mit einem neuen Innenverteidiger. Wie man ersetzt den verletzten Herzig. Balleroberung von Wungwedika nach 8 Minuten. Wein ist das der Rechtsverteidiger. Funk. Weiter für Jänicke, Nils Ode, Burg, abgefälscht, Zetterer. Erste Aktion des Unterhachinger Torwartes Zetterer, weil der Schuss von Nils Ode, Burg, abgefälscht aufs Tor der Hachinger kommt. Und eine erste Ansage, der Gastgeber aus Wehen, nächster Eckball für Minzel. Zetterer vor Mrowca, der Einköpf bereits stand für den SVW. Die Anfangsphase ganz für Wien sprechend, weil die Gastgeber ausschließlich am Ball sind. Burg für Funk rein in den Strafraum, zunächst von Götze abgedrängt, nachgesetzt von Funk. Wein über rechts, hat Platz, Funk. Und nochmal nachgesetzt von Wein, genau das zeichnet sie aus. Ausgeklärt von Hachings Kapitän Erb, aber sofort nachgesetzt von Geier gegen einen völlig verunsicherten Vogelsammer, Mrowca, Schnellbacher und Wungwedika. Jänicke abgeblockt, Schnellbacher, Erb mit dem Fehler, Wungwedika. Der Weg ist frei, Wehen geht völlig verdient nach einer Viertelstunde in Führung durch José Pierre Wungwedika, weil Erb den Ball nicht wegbekommt und Hachings Verteidigung desolat beginnt bei diesem Spiel in Wiesbaden. Hier der Fehler von Erb und dann hat José Pierre Wungwedika die nötige Schusstechnik, um diesen Ball direkt hart zu platzieren. Zetterer noch dran, kann aber das Gegentor nicht verhindern. Unterhaching im Rückstand, der SVW endlich mal wieder aus Wehener Sicht auf dem Sieg zu einem Dreier in dieser dritten Liga. Alf Minzel für den SVW, der überhaupt nicht nachlässt und weiter dominierend agiert. Nils Ode, Burg, Alf Minzel, schnell gespielt, Mrowca, vorbei an Thiel, Schwarz, Unsicherheit gegen Jänicke, Funk ist das, weiter für Burg, Wungwedika, wunderbar kombiniert, José Pierre, Wungwedika, nächster Abschluss, sie bekommen die Chancen, sie nutzen sie noch nicht effizient genug. Aber das nächste Zeichen von dem wunderbar aufspielenden José Pierre Wungwedika. Redondo für Unterhaching nach 37 Minuten. Endlich mal ein erkennbarer Spielaufbau über Götze. Von Wein zunächst abgegrätscht, nachgesetzt von Schwarz. Und dann der nächste Fehler. Wein hat Platz, hat die Möglichkeit, das Spiel schnell aufzubauen. Über Mrowca, Burg, Schnellbacher, Wungwedika, frei auf der linken Seite. José Pierre, Wungwedika, Zetterer, im Nachfassen unsicher. Schwabel ist da, Hachings Innenverteidiger verhindert Schlimmeres, weil Zetterer den Ball nicht unter Kontrolle bekommt. Vogelsammer, kurz vor der Pause für Haching. Vogelsammer, Kolke, erster Ballkontakt des Wehener Torwartes in einer Partie, in der die Gastgeber ausschließlich spielten. Unterhaching ohne Torchance, ohne Abschuss und vor allem auch ohne kombinierten Spielaufbau. Es muss sich einiges bessern zum zweiten Durchgang. Anstoß für Haching im zweiten Durchgang. Für Vogelsammer und Redondo. Nochmal Vogelsammer, jetzt mal mit etwas Ballbesitz in der Wehener Hälfte. Guter Doppelpass mit Redondo, Schwarz abgeblockt. Jänicke kann klären für den SVW. Erster Torversuch der Unterhachinger. Schnellbacher, nächster Fehler von Burg. Und wieder Unterhaching mit Schwarz und Thiel.
Vogelsammer, Hufnagel. Etwas bessere Kombination zu Beginn des zweiten Durchganges bei den Gästen aus Unterring. Thiel, gut angespielt. Yannick Thiel, nächster abgeblockter Schuss. Der SVW zumindest mal etwas gefordert, weil Haching etwas offensiver beginnt im zweiten Durchgang. Dann aber wieder nur die Gastgeber mit schnellen Kombinationen. Wein, Wunguidika, weiter für Nils Ole Buck. Mofta für Schnellbacher. Funk, Ball zu weit vorgelegt. Erb ist da. Nächste Rettungsaktion des Hachinger Innenverteidigers. Funk ist das. Nächster Angriff der Wehner. Gute Stunde gespielt. Es spielt wieder ausschließlich die Mannschaft aus Wien. Über Jänicke vorbei an Schwabe, Bug, Zetterer. Muss rangehen. Eine halbe Stunde vom Ende der Partie singen sich die Wiesbadener Fans bereits dem Sieg entgegen. Der SV Wien so dominant, dass Haching nicht eine Torchance bekommt. Wunguidika geht genauso wie Jänicke. José Pierre Wunguidika mit einem hervorragenden Spiel gegen Unterhaching. Für ihn jetzt Riemann in der Partie. Nächster Eckball für den SVW durch Alf Minzel. Schnellbacher. Mrowca setzt nach. Schindler inzwischen auch eingewechselt. Kam für Jänicke. Schnellbacher weiter für Alexander Riemann. Zetterer im Nachfassen am Ball. Gerade eben noch kann er das Tor verhindern nach dem Abschluss des gerade eingewechselten Riemann. Eckball für Haching. Rausgeklärt von Wehens Verteidigung. Nachgesetzt von Schwabel. Yannick, Thiel und Wiedemann. Vogelsammer, Schwarz. Wenn Unterhaching aktiv wird, dann über langsame Kombinationen. Thiel für Wiedemann. Schwarz. Dürfen kombinieren, dürfen ihr Spiel hier aufziehen. Schwarz, überraschend kurz gespielt. Vogelsammer, weiter für Yannick, Thiel. 1-1. Überraschend kommt Unterhaching zurück, weil Wehen einmal zu passiv steht und weil sie den Gastgebern die Chance ermöglichen, ihr Spiel aufzuziehen. Yannick Thiel dann mit dem 1-1, ein wichtiger Treffer für Unterhaching im Kampf gegen den Abstieg. Der Ball noch abgefälscht in dieser Situation. Es kommt viel Unglück zusammen für den SV Wehen, der letztlich aber zu passiv agierte in der Entstehung des Tores. Und dass Riemann am Ende den Ball nur abfälscht, eine Randnotiz dieses Ausgleichs in Wiesbaden. Die Gäste jetzt beflügelt, gleich mal deutlich offensiver stehend mit mehr Selbstvertrauen. Götze, Thiel, weiter für Killer, inzwischen eingewechselt. Hufnagel abgeblockt von Wiemann. Killer noch am Ball, deswegen gibt es keinen Eckstoß für Haching. Unnötig von Killer, davor aber die nächste erkennbare Angriffssituation der Gäste aus Unterhaching. Wien braucht inzwischen die letzten 5 Minuten der SV Wien mit Schindler und Wein. Weiter für Sofian Benjamina. Schindler attackiert von Dittrich. Es gibt Freistoß für den SV Wien, weil der eingewechselte Dittrich zu hart gegen Schindler zu Werke geht. Und damit nochmal die Chance für den SVW, gefährlich vors Tor der Hachinger zu kommen. Die Mauer nochmal auf Abstand gehalten. Auch Zetterer positioniert seine Verteidiger, dass er bloß nicht den nächsten unglücklich abgefälschten Ball aufs eigene Tor bekommt. Der Freistoß für Wiesbaden ausgeführt durch Funk. Sucht Schindler, weiter für Benjamina Zetterer. Killer kann klären. Erste Situation überstanden. Der Ball aber sofort wieder beim SVW. Mrowca, weil Hufnagel nicht effizient genug zu Werke geht. Schindler, Nils Ole Buck, Benjamina wartet. Sofian, Benjamina Erb übers Tor abgefälscht. Mal glücklich abgefälscht vom Hachinger Kapitän. Erb gegen Benjamina. Hat die Hände hinter Brücken, um das Handspiel zu verhindern. Macht alles richtig in dieser Situation. Nächster Standard also inzwischen die Nachspielzeit in Wien. Minzel für Wiesbaden. Benjamina umgerissen von Hagen. Es gibt Strafstoß für den SV Wien, weil Hagen mit der Schulter seinen Gegenspieler zu Fall bringt.
Und es ist richtig entschieden vom unparteiischen Hagen geht jetzt zum Ball. Will mit dem Kopf rangehen, reißt aber Benjamina mit der Schulter zu Boden. Dieser ist im Begriff, eine Torchance zu nutzen. Deswegen richtig entschieden mit dem Strafstoß für Wehen. Die Nachspielzeit und die Chance für Alf Minzel und den SV Wehen doch noch in Führung zu gehen. Alf Minzel gegen Zetterer für Wiesbaden. 2-1, Alf Minzel macht das entscheidende Tor für den SV Wehen, der damit nach 3 Niederlagen in Folge endlich mal wieder einen Sieg holt. Die Fans, die zwischenzeitlich schon enttäuscht waren durch dieses unnötige Ausgleichstor der Haringer, werden doch noch begeistert durch das Elfmetertor von Alf Minzel. Zetterer geht nicht zum Ball, kann nichts mehr ausrichten, hart geschossen, nicht herausragend, aber eben immer noch gut genug platziert zum Torerfolg für Alf Minzel und den SV Wehen. Es bleibt beim 2-1. Der SV Wehen holt den geforderten Dreier gegen Unterhaching, das selber immer stärker in den Abstiegskampf hineinrutschen könnte mit dem nächsten Misserfolg für den SV Wehen. Aber die Beendigung einer schwachen Serie und vielleicht der Beginn eines letzten großen Aufbäumens vor Weihnachten in der Rückrunde haben sie dann doch noch die Möglichkeit, um den Aufstieg mitzuspielen.